sind Glas- und Metallbauer. Wir haben uns entschieden, hier die Fassade zu erneuern. Unser Ziel war, eine Fassade zu bauen mit einem möglichst geringen Ressourcenverbrauch und ja, einer maximal möglichen Einsparung von CO2-Emissionen. Die Ausgangssituation war die, dass wir hier eine Fassade aus den 70er Jahren haben, die dringend revitalisiert werden sollte. Wir haben eine Fassade, in der es im Winter durchweht und im Sommer zu große Wärmeeinträge in die Fassade. Wir wissen, dass auf der Welt die Ressourcen im Moment vergeudet werden. Unsere Idee war, eine Fassade komplett aus Sekundärrohstoffen zu bauen, und zwar im Bereich Aluminium wie auch im Bereich Glas. Und da haben wir zwei super Partner gefunden mit Vicona und Saint-Gobain. Also hier an der Fassade hatten wir einfach die Möglichkeit, mit Hydrosilkal 100R unser Aluminium zu verarbeiten, was aus 100% Post-Consumer-Scrap besteht. Das bedeutet alte Profile raus und zu 100% neue Profile wieder rein, ohne Primäraluminium zu verwenden. Das Spannende an der Fassade hier, was aber gleichzeitig auch beispielhaft für diesen Ansatz ist, ist, dass das alte Glas vor Ort auf der Baustelle eingesammelt wurde, zu Scherben aufbereitet wurde und dann wieder bei uns in der Float eingeschmolzen wurde und zu neuen Isoliergläsern verarbeitet wurde, welche dann auch hier in der Fassade wieder eingebaut werden. Gerade das Thema Nachhaltigkeit ist, denke ich, in aller Munde. Aber die letztendliche Aufgabe, um wirklich nachhaltig zu sein und wirklich auch dem Planeten was Gutes zu tun, ist das Thema Kreislaufwirtschaft, wo besonders wir drei, einmal die Firma Saint-Gobain, Lenderoth und auch wir als Vicona, sicherlich uns als Vorreiter titulieren dürfen, weil wir einfach schon die Technologie heute am Markt haben, um aus alten Materialien, aus dem Bau, neue Materialien herzustellen. Und im Aluminiumbereich zu 100%. Und das ist, denke ich mal, auch das, was für die Zukunft ausschlaggebend sein wird. Auch ich bin der festen Überzeugung, dass die 100% kreislauffähige Fassade zum Standard werden muss. Die Rohstoffe, die wir haben, wurden als Produkte veredelt in den urbanen Raum getragen und liegen dort jetzt im Grunde als Rohstoffe für die Zukunft. Die spannende Frage ist dann ja, was ist notwendig, damit es in sehr großem Stil sehr wirtschaftlich umgesetzt werden kann? Und das ist dann entsprechend genau der Punkt, wo man daran kommt, dass Produkte nachhaltig designt werden müssen, um einen Rückbau zu vereinfachen, damit der Rückbau in der Zukunft einfacher ist als heute. Die Zeit zu handeln ist jetzt. Wir müssen wegkommen vom linearen Bauen hin zu einer zirkulären Bauweise.